Und jetzt geht's um 8 Punkte in der 8. Klasse. Stundenplan, s'il vous plaît. Latein, Chemie, Englisch, Deutsch, Sport, Biologie. So schnell geht das und wir sind schon am Ende der Mittelstufe. Also jetzt nochmal richtig Punkte holen. Liebe Kids, es steht unentschieden, deswegen dürft ihr buzzern. Lea, hau mal auf den Buzzer. Mal gucken, was jetzt kommt. Es ist Deutsch. Ja, heute zahlt sich aus, wer mal mehr in Bücher geguckt hat als in Smartphones. Ihr seht nämlich jetzt gleich an der Tafel Wörter. Die blenden wir ein und ihr müsst entscheiden, ist das ein Verb, ein Nomen, ein Adjektiv oder vielleicht mehreres? Okay. Ihr schreibt eure Antwort ins Touchpad und buzzert. Wir haben ein kleines Beispiel vorbereitet, damit alle wissen, worum es geht. Wir haben jetzt ein Wort an der Tafel, das Wort ist Dichte. Und jetzt müsst ihr in euer Touchpad eingeben, was ist das? Adjektiv, Nomen, Verb und wenn ihr es dann fertig, dann müsst ihr buzzern. Und da waren die Vips schneller. Und wir gucken mal, was richtig ist. Also, die Vips haben gebuzzert und von den Vips kommt... Es kann mehr sein, ja? Fuck, es kann noch mehr sein. Ja, aber ist nur ein Nomen. Ja, die Dichte. Ja, aber ich bin immer der Dichte. So. Ja, ja. Ich bin der Dichte. Dichte noch mal weiter. Ja? Dichte. Dichte. Oder ich dichte. Was hättet ihr denn gesagt? Hä, beides. Beides? Ja, wir haben es sind drei Sachen. Es sind, ja, ja okay. Sind drei Sachen, also beides. Nein, wir glauben. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Deutschklausur hier. Dichte wäre alles drei richtig. Verb, ich dichte, Nomen, die Dichte bei chemikalischen Gasen oder bei Flüssigkeiten und das Adjektiv, das dichte Fenster zum Beispiel. Alles drei wäre richtig gewesen. Gut, dass wir ein Beispiel gemacht haben. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Schön zusammensetzen. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Wie Wörter, tu Wörter. Los geht's! Blau! Und das ging wahnsinnig schnell. Wir gucken mal, was die Kids sagen. Ist das die Farbe? Nee. Kids sagen Adjektiv. Tja, also Blau ist doch auch eine Farbe. Das Blau. Gib mir mal das Blau, ich habe kein Blau mehr. Bringen wir jetzt einen Punkt für die, Punkt für die Vips. Ja. Lass immer nur gut machen. Ja, gar nicht mehr. Mit nichts tun zum Punkt, das ist, ja, das ist schön. 1:0 für die Vips. Nächstes Wort. Was kann das alles sein? Ruf. Und Litti drückt drauf. Was hättet ihr gesagt? Nomen und Verb. Auf jeden Fall. Nomen und Verb. Kein Adjektiv. Mal gucken, was die Vips sagen. Nomen und Verb. Klar. Ruf an als Imperativ, ne? Und der Ruf, den ihr euch verbaut, weil ihr in meiner Sendung nicht gut antwortet. Aber das ist nur ein Konjunktiv, ne? Ihr habt es natürlich richtig gemacht. 2:0, alles richtig gemacht, gut gemacht. Es geht bis 5 und es steht 2:0. Hier ist das nächste Wort. Rechte. Was sagen die Vips? Nomen Adjektiv, ja. Rechte? Ja. Ey, da lag so Laub. Also rechte ich das Laub zusammen. Und schon hasst ihr euch selber, dass ihr den Punkt abgegeben habt, ne? Ich rechte das Laub. Die Rechte der Bürger oder die Rechte, die man kassiert, wenn man wieder blau war. Und die rechte Tür. Punkt für die Kids. Es steht 2:1. Weiter geht's. Nächstes Wort. Lea. Lea doch mal bitte. Lea doch mal das Haus. Lea doch mal die Mülleimer aus. Aber ist es nicht wieder alles? Nee. Der Mülleimer ist leer, doch. Aber sag mal das nun. Oder wird es leer? Das leer? Und da sind wieder die Promis. Also, was haben wir? Da gibt es vielleicht noch einen Fluss, der die leer. Die leer? Verb und Adjektiv, leer doch mal den Eimer. Adjektiv, der Eimer ist leer. Es gibt keinen Nomen. Ihr habt absolut richtig gemacht. Es steht 3:1. Bis 5, ne? Nächstes Wort. Etwas länger denken und dann erst buzzern. Nicht zu voreilig sein. Wer zu schnell ist, macht gerne Fehler. Das nächste Wort ist... Hast. Und da waren die Kids sehr schnell. Schön an ein Rammstein-Lied gedacht. Du hast. Was habt ihr denn gesagt? Das ist auch Nomen und Adjektiv. Natürlich.
die Hast, ne, die Eile. Und wo ist das Adjektiv? Ja. Hastig vielleicht. Ja. Und das Verb wäre, du hast von haben, das habt ihr nicht genannt. Deswegen geht auch der Punkt an die Promis 4:1. Und ihr habt den Matchball jetzt. Mit nichts tun habt ihr viel erreicht, ne? Das ja. Erst überlegen, dann buzzern. Es steht 4:1, ganz in Ruhe. Wenn ihr den trefft, habt ihr diese Prüfung. Das nächste Wort ist Leute. Leute, Leute, Leute. Und das ging ganz schnell. Tom Beck, bitte. Leute doch mal bitte die nächste Runde ein. Also Verb und... Ach nee, warte mal, doch. Leute, 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 Leute. Leute, Leute. Die Leute, Leute. Die Leute jetzt, wollen, dass was passiert. Hast du jetzt die Leute? Sieht wie ein E aus von hier. Nee, aber das gibt's sieht ja auch. Sieht wie ein E aus. Scheiße, das ist nur ein Verb, ne? Ah. Hast du jetzt wirklich, weil ich den Gag war, Leute, Leute. Ja, stimmt. Ah. Cool, danke aber auch. Vielen Dank. Ja. Ja. Es steht 4:2. Ich läute die Glocke. Mehr ist da nicht. 4:2, Punkt für euch. Wir waren uns aber auch einig, ja. Also. Ganz ruhig, ganz entspannt. Ein Punkt noch, den holt ihr euch. Und ihr, Aufholjagd. Let's do this. Das nächste Wort an der Tafel ist... Stände. Stünde, Stände, ich stände. Stände, Stünde, Stünde, ich weiß es nicht. Es waren auf jeden Fall die Promis, die gebuzzert haben. Und? Dekliniert's mal durch, was haben wir da? Verb und Nomen. Ich stände im Regen. Ich stände im Regen, wenn ich nicht meinen Regenschirm mitgebracht hätte. Und die Stände, die da hinten aufgebaut sind. Gibt's noch ein Adjektiv? Boah, da ist aber ganz schön Stände drauf. Nee, sind wir nicht, denn es stimmt. Und damit geht diese Runde an unsere VIPs. Yes! Die Prüfung im Fach Deutsch geht an unsere VIPs. Wir haben einen neuen Zwischenstand und zwar liegen unsere VIPs vorne mit 22:14. Sie galoppieren vorne weg. So gut waren unsere VIPs noch nie. Oh, waren die VIPs noch nie. Und